Ja, hallo, zurück zum Witcher. Ich bin hier immer noch eigentlich bei dieser Cover-Geschichte mit dem Ritterstern. Wir sind ja auf der Suche nach dem Typen, der hier die Leute vergiftet. Wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Nimm die Leiter. Wir sind da. Komm, je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder hochwürden Nathaniel Kampur. Also gut, wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Ach so, da rein. Hey, lass mich mal rein. Eines Zwergs, eines Schnitzers. Okay, gucken wir mal. Bist du hier der Zwerg? Menschlich. Nein. Falsche Leichensorte. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Suchen wir weiter. Der ist so groß. Der da hinten. Nein, ist eine Sie, oder? Menschlich. Falsche Leichensorte. Ja. Das ist er nicht. Tja, Leute, ist alles ein bisschen zu... Ja, genau. Ja? Was ist denn? Sein. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht ein Zwerg, aber die Hände nicht die eines Schnitzers, eher die eines Bankiers. Schwielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Das ist ja nett. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da. Sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Hm.
Ich habe einen Schokoriegel gefunden. Nein. Ein Ei. Ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Okay. Was ist mit seinem Vogel? Seine Genitalien. Die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Es war eine Art krankes Ritual. Du hast ja gesehen... Verbrannte Augenhöhlen, ein Hohlraum, wo das Herz sein sollte, ätzende Flüssigkeit. Alles dreht sich um Wärme, Hitze, Feuer. Ewiges Feuer. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Reck, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet... einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja,
Eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich entscheide, wann ich von einem Thema genug gehört habe. Was verbindet euch miteinander? Alte Geschichte. Wenn du darauf bestehst. Die Studentenproteste 1242. Hast du von denen gehört? Ich habe sie angeführt. Hubert verriet mich an die Behörden. So landete ich im Kerker. Jetzt weißt du es. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Okay, ist ja schon recht umfangreich. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, dass wir mal klarkommen. Wo ist denn das? Die Gasse. Ah, shit. Jetzt hatte ich einen Quest gerade, aber jetzt ist er weg. Wo ist Novigrad? Da, Novigrad. Nee. Erstmal hier. Okay, so, das ist. Das ist der Leichensammler. Das ist die Werkstatt, ne? Oder? Ne, das ist die Werkstatt, das ist. Okay, aber erstmal mit dem Leichensammler mal ein bisschen quatschen. Ist sie gleich um die Ecke. Denn? Verdammte Bandit! Hier wahrscheinlich. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Hey. Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Geh mir aus den Augen. Sofort. Okay. Dann gucken wir mal. Was ist hier passiert? Dass wir das untersuchen. Ich würde erstmal lieber seine Werkstatt anschauen.
weiß jetzt nicht, welches was ist. Kurz nochmal auf die Karte gucken. Das ist Priscilla, ne? Okay, also erstmal hier die Werkstatt. Was muss ich tun, um deinen schönen Tod zu kriegen? Wie lief's mit diesem Heiler? Ach komm. Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Ah, hier, Moment mal. Das ist seine Werkstatt. Als Leprakranke ein gutes Einkommen. Aber im nächsten Augenblick war ich pleite. Ohne Einkommen für mein Leben. Was für ein Pech. Ach komm. So. Einmal rumlaufen. Kommen wir hier rein. Hier. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Doppeltölen! Platz! Komm rein. Langsam. Sonst beißen sie. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam. Und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Das ist ein netter Umgang. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da einen Zwerg scheren? Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Okay. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte.
Ja. Ich habe mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensrecht, findest du nicht? Mhm. Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin, bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Da war Schluss mit lustig. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Okay, was haben wir denn hier noch? Also, oh, es ist echt heavy hier. Kann man hier rein? Nein. So, das haben wir alles angeschaut. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Ja? Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Okay. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre, außer... Hey, was macht er denn? Jemand er kann hat fliegen. Das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Formaldehyd, das hat wohl kaum Fabian benutzt. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Total verwest. Hier ist nichts. Hey, du kannst ja fliegen. Ja. Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Okay. Da lang. Nein, da lang. Da oben lang, okay. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Okay. Ich will jetzt aber erstmal hier die Gasse angucken. Ja, nix hübscher, keine Zeit. Hast du eben mal geguckt? Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Na, Schwester? Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachtet menschlich ihn. Wir werden sehen. Von Priscilla.
Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Was wollt ihr denn schon wieder? Du bist so rot wie tot! Mann, 3-1, das ist jetzt auch nicht so fair. Du verfluchter Bastard! Jetzt links, links! Wir müssen ihn umzingeln. Mann, immer einen draufkriegen. Okay, also nochmal. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Okay, auf in die Gasse. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit. Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir werden sehen, was den er Geruch macht. Kenne ich. Formaldehyd. Greift ihn von hinten an! So, Nummer 1. Wer ja, kommt jetzt hier noch? Noch einer? Da. Nummer 2. Meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß, ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Mir dröhnt der Schädel. Ja.
So, der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Okay, Predigt. Was war das jetzt für eine Predigt? Von Priscilla. Okay, also weiter geht's. Mensch, hast du Angst? Schauen. Gehen wir da rein. Was ist denn der Leichenbeschauer? Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Okay, aber das machen wir in der nächsten Session, okay? Also, bis dann, ciao.